Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Jeder hat bestimmt schon mal wichtige Infos, die er gerne irgendwo speichern möchte. Und da bietet sich doch beim Gigaset GL590 die Funktion des Diktiergeräts an. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns mal zusammen an. Viel Spaß dabei! Ja, wir gucken uns jetzt mal die Funktion des Diktiergeräts beim Gigaset GL590 an. Ist ja eine praktische Sache. Man kann hier ein Diktiergerät nutzen, um sich zum Beispiel irgendwelche Infos ins Handy zu speichern, eine Einkaufsliste, dass man das nicht schreiben muss, wie auch immer man dieses Diktiergerät nutzen möchte. Und finden tut man das Ganze im Bereich Menü. Da gehen wir einmal drauf und wenn ich hier dreimal hochtippe, komme ich zum Bereich Multimedia. Den wähle ich aus und da an vierter Stelle sehe ich schon das Diktiergerät. Also eigentlich recht schnell zu finden. Und wenn ich da auf OK drücke, kann ich sofort loslegen. Mit der Taste hier oben in der Mitte, mit diesem Balken praktisch, setze ich die Aufnahme in Gange. Und wenn ich das jetzt einfach mal mache und nebenher so ein bisschen weiterrede, dann sehen wir, da oben laufen die Sekunden. Und ich kann jetzt hier über Pause das anhalten, beziehungsweise über Stopp das abbrechen oder beenden. Und in der Mitte habe ich auch nochmal die Pause. Wenn ich das mache, sehe ich, kann ich jetzt weiterreden, aber er hält an. Und entweder drücke ich jetzt hier oder hier, dann fährt er fort mit der Aufnahme. Und jetzt sehe ich, laufen die Sekunden weiter. Und hier drücke ich jetzt auf Stopp. Und erfolgreich, meine Aufnahme wurde jetzt gespeichert. Das Ganze funktioniert nur mit eingelegter Micro-SD-Karte. Das ist ganz wichtig. Und ich kann mir das jetzt einmal anhören. Die Aufnahme wurde jetzt schon auf der Micro-SD-Karte, die ich eingelegt habe, gespeichert. Ja, das war mein Gesprochenes von eben. Ich hoffe, man konnte das jetzt hören. Und somit habe ich jetzt erfolgreich eine Aufnahme praktisch abgelegt. Man sieht hier 0000 sowieso 5.wav. Das ist also eine WAV-Datei. Und die liegt jetzt auf der MicroSD-Karte gespeichert. Ich habe jetzt hier Optionen, kann wieder eine neue Aufzeichnung beginnen. Audition. Also Audition ist im Prinzip einfach nur Wiedergabe der aktuellen Datei, die ich da aufgerufen habe. Wieder aufzeichnen. Startet eine neue Aufnahme direkt. Stopp. Dann kann ich das hier löschen. Warnung, löschen. Jawohl, ich werde nochmal vorher gefragt, ob ich das wirklich löschen will. Alles klar, okay. So, jetzt sehe ich hier, dadurch, dass ich jetzt hier keine aktuell abspielbare Datei geöffnet habe, habe ich jetzt hier etwas andere Optionen. Ich kann jetzt trotzdem eine Aufzeichnung beginnen, kann mir die Liste der Aufzeichnungen hier ansehen. Wenn ich da auf OK gehe, habe ich jetzt eine leere Liste, weil ich hatte eben nur meine erste Aufnahme und die habe ich ja gelöscht, wie wir eben gesehen haben. Und wenn ich hier zurückgehe, sehe ich, wo ich jetzt überhaupt bin. Speicherkarte, My Music in diesem Fall, da speichert er bei uns dann diese Tondateien. So, wenn ich jetzt noch mal zum Diktiergerät gehe, eigentlich wollte ich das auch gar nicht verlassen, aber okay. Wenn man sich dann die Dateien da aufruft, so Optionen, jetzt sehe ich hier noch Speicherplatz, kann ich auswählen, okay, naja, da kann ich nichts machen, außer, dass er mir anzeigt, dass es auf der Speicherkarte abgelegt wird. Dann habe ich hier noch Dateiformat, ich kann noch in AMR, also schlechterer Qualität, speichern. WAV ist ja automatisch eingestellt und das sind auch die einzigen beiden Dateitypen, zwischen denen ich hier wählen kann. So, und das war's mit den Optionen, die man hier hat, wenn man jetzt nicht gerade eine aufgenommene Datei hier drin hat. Und ja, das war's im Prinzip zum Thema Diktiergerät. Es gibt noch einen kleinen Tipp, und zwar, wenn ihr das Diktiergerät häufig benutzt und nicht immer hier ins Menü wollt und nicht genau wisst, wo ihr dahin müsst, wo war's denn hier unter Multimedia, okay, so, wenn euch das zu lange dauert, der Prozess. Wir haben noch ein Video zum Thema Tastenkombinationen, dann könnt ihr euch nämlich zum Beispiel das Diktiergerät auf eine dieser Tasten hier legen. Das heißt, mit einem einfachen Tastendruck würdet ihr dann nicht hier im Bereich neue SMS landen, sondern direkt und mit nur diesem einen Tastendruck dann in diesem Bereich, an dieser Stelle. Und könntet nach dem Druck der Taste sofort mit Druck hier drauf eine Tondatei aufnehmen. Also wenn ihr das wollt, das als Schnellwahltaste hier sozusagen, dann guckt euch unser Video an. Ich verlinke es nochmal in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Ganze gefallen und geholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal. Und wir sehen uns hoffentlich in einem der weiteren Videos. Bis dahin, tschüss!